Willkommen zurück zu Breath of Fire 2. Ja Leute, wir sind hier auf dem Berg Futubai unterwegs, auf der Suche nach einem entlaufenen Haustier. Haben, ja, zunächst einen Steinschlag verursacht, haben ein Harpien-Trio weggebasht und sind danach in der Höhle, also in der im Berg drin, in einer Höhle nochmal weiter abgestürzt. Ja, jetzt stehen wir hier vor dieser Weggabelung und ich bin echt am Überlegen, wo wir lang gehen. Da das hier wahrscheinlich wieder nach Ebenen geht, gehe ich erstmal hier oben weiter. Und es müssen natürlich auch wieder Gegner kommen. Aber okay, das ist die bewährte Standardkost. Stachelkopf ist nicht der Rede wert. Besser gesagt ist tot. So. Ja, wir haben noch einen Jäger getroffen, der sich ebenfalls in diese Höhle verirrt hat. Er war auf der Jagd. Hat aber das Tier aus den Augen verloren. Ob und inwiefern das hier noch eine Rolle spielen wird, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich will es halt nur mal erwähnt haben. Für die, wo den letzten Part nicht geguckt haben. Weiß ja nicht, ob wie das noch später wichtig wird und. Ach so, okay, das führt uns wieder nach. Ach so. Dann. Ach, hier, Moment mal. Ich will überlegen, aber wir sind doch vorhin. Ach so, okay, ich verstehe. Ich glaube zumindest. Und zwar der Steinschlag, den wir ausgelöst haben. Das war wahrscheinlich der Eingang, den wir vorhin genommen haben. Also der, wo zur Heilquelle führt. Der wird verschüttet. Scheint zumindest so. Okay, dann halt unten lang. Moment mal, wenn der Weg von vorhin jetzt dicht ist, heißt das, wenn wir die Truhen von vorhin verpasst hätten, ja, dann wären die jetzt futsch gewesen. Und zwar für immer. Bin ich zwar ein bisschen blöd, aber ja, mein Gott. Komm schon! Ich mach euch fertig! Gut, aber wenn wir hier schon auf der untersten Ebene sind, für das führt doch nicht auf dieselbe Ding? Nee, tut's nicht. Ah, das führt jetzt auf die andere Seite von den Bergen. Ah, okay. Da gibt's echt ein Bild. Aber. Die Welt scheint nicht zu geben. Wir werden Gegner. Alles, was ich bisher gesehen habe. Oh, schön, Fischi. Hä? Was? Wähle zuerst einen Köder aus. Ach, kann ich ja angeln? Bitte. Okay, jetzt muss ich. Ich kann nichts benutzen, das heißt, ich muss das Zeug wahrscheinlich irgendwie anders anlegen. Vielleicht in der.
Hä, wie kann ich jetzt hier bitte schon die... Ach so, okay, der freie... Ah, ich glaube, ich hab's. Ich verstehe. Ich kann jetzt hier wahrscheinlich hier die Holzangel eingeben und hier den Regenwurm. Okay. Angel auswerfen, oder? Köder auswählen? Hab ich doch gerade. Ja gut, einfach mal Angel auswählen. Ich bin ja ausgerüstet. Stärke. Nicht viel, die dicken Dinger. Ah, ich weiß ja nicht. Ah, gut, das ist so, das ist sowas. Das muss ich stoppen. Da, noch nicht so weit. Hab ich jetzt mein Fachmännisch aus dem Screen gepfeffert, oder? Kann ich jetzt irgendwas machen? Ich hab ein Aal dran, ne? Komm schon, geh her, geh her. Der Angelschnur ist gerissen. Okay, ich hab noch einen Wurm, Das möchte ich noch einmal probieren. Ja, okay, komm. Okay, jetzt bin ich zu heftig. Nicht zu stark. Nein! Oh, okay, geht. Nee. Nein! Ich bin nicht so ein kleiner. Nein. Boah. Du mich auch. Ja, jetzt ist das Ding auch weg. Liebe Zuschauer, habt ihr was Tipps zum Angeln? Wie funktioniert das? Na mal gucken, vielleicht probiere ich es dann nochmal offscreen oder sowas, wenn ich nochmal die Gelegenheit habe. Okay. Scheinbar ein nettes Minispiel. Gut, aber jetzt halt mal zu dem, was hier so abgeht. Es scheint hier nichts zu geben, außer dieser Hütte oder was das hier ist. Oh, helft mir! Was war das? Es kam von dort drin. Ah, hier steht echt eine Hütte. Oh, aber die ist sehr heruntergekommen. Aber das hier ist eine... Ja, Speicherstatue nehme ich doch gerne in Anspruch. So, wie steht es denn um meinen Status? Ja, ist noch recht akzeptabel, würde ich sagen. Okay. Bevor ich da reingehe, würde ich mich erst noch mal hier draußen umgucken. Vielleicht gibt es ja noch was abzugreifen. Okay. Sieht nicht so aus. Na gut, dann... Rangers to the rescue, huh? Ei, ne Kakerlake! Oh nein, wir müssen helfen! Oh komm, das ist ein bisschen ungeziefer. Müssen wir jetzt auch noch Kammerjäger spielen, oder was? Guckt ihn euch an, mir versucht die Biester tot zu trampeln. Ach komm, ich muss mich erst ein bisschen stärken hier. Oder kann ich die erste Bude plündern? Kann ich hoch? Ne, kann ich nicht. Okay. Dann helfen halt mal. Okay, eine schöne Gruppe. Die Musik vermittelt nicht gerade den Ernst der Lage. Okay, 6 Biester. Ja, wobei, wenn die wieder hier dann noch 6 Mal angreifen dürfen, dann könnte das schon bitter werden. Komm, einfach mal drauf. Ah. Ich weiß, wie gern die auf den Helden gehen, deswegen... Ich werde einmal verarzten sprechen. Na, und prompt gehen sie auf Boch. Ja, alle auf Boch. Ach Gott, ich hätte mit beiden angreifen sollen.
Dabei sind es One-Hits. Okay. Dann machen wir das anders. Leute, ihr haltet euch jetzt mal gegenseitig und Boch wird den nächsten weghauen. Halt, wollte ich nicht. Ich wollte Dieter weghauen. Ja, als ob die meinen Zug gewusst hätten. Jetzt gehen sie wieder alle auf den Helden. Aber Boch braucht die Heilung. Unbedingt. Bäm, Alter. Das war die Rache dafür. So, ich glaube, jetzt sind wir beide gut genug da, um auch beide anzugreifen. Ha! Nächste Mystik platt gemacht. Und mit Konter noch eins mitgenommen. Boch macht den Rest. Sehr schön. Oh ja, hat sich gelohnt. Stufe 7 für Ryu. Ah, und Ryu kann jetzt auch heilen. Sehr schön. Vorsicht! Hinter euch! Hä? Ach nee, noch... Es kommt natürlich noch... Die Kakerlaken-Mutter, oder was? Küchenschabe. Ja, ja. Okay, was mache ich gegen dich? Ryu wird sich stärken. Mann, Boch hat keine Dinge mehr. Das heißt... Kräuter haben aber auch nicht mehr die Welt. Nee, komm. Die Runde werde ich mal riskieren und noch mal angreifen. More Power! Ja, komm, der Schaden ist ja... Gut. Ich hab schon gedacht, zu heilen, aber das wäre echt Verschwendung gewesen. Der Schaden, den das Ding macht... Der geht. Und das war's auch schon. Yay, Boch Level 8. Wow, das war eine verdammt fette Kakerlake. Ah, ich bin schon viele Jahre... was? Gereist. Gereist. Hä? Ah, okay. Aber ich musste noch nie mit Kakerlaken um mein Essen kämpfen. Wir sollten schnell aufessen, bevor sie wiederkommen. Ich wollte das hier gerade alleine aufessen, aber da ihr mich gerettet habt, teile ich es mit euch. Ach, danke schön. Was meint ihr? Sieht das nicht lecker aus? Ja, ich gebe euch ein Beinchen ab. So, kleines Schweinchen. Ja, machen wir doch mal das schöne Halsband ab und kochen dich. Ach, alter Mann, ich suche ein Haustier. Was? Wollt ihr etwa behaupten, ich würde Haustiere essen? Ah, Unverschämtheit. In letzter Zeit hatte ich überhaupt keine. Zeig mir das Halsband mal eben. Da steht Susi drauf. Verdammt. Oh nein, das Schweinchen ist Susi. Minas Haustier. Na, gut durch. Puh, zum Glück haben wir das rechtzeitig gesehen. Ach Mist. Das ist echt eine Schande. Könnte ich wenigstens vom Beinchen einmal abbeißen? Oh, vergiss es. Nix da, Alter. Boch steckt das Schweinchen in seinen Rucksack. Okay. Mine
wird sicher sehr glücklich sein. Vielleicht bekomme ich sogar einen Kuss als Belohnung. Ja, ja, schon klar, du Frauenheld. Komm, lass uns nach Hause gehen. Du, Finger weg von Haustieren. Alles, was ein Halsband hat, sollte für dich tabu sein. Ich hab so einen Hunger. Jetzt will ich aber mal trotzdem schauen. Okay, okay, nach oben kommen wir nicht. Klar, da oben ist... Da fehlt das Dach, aber hätte vielleicht trotzdem noch irgendwie einen Dachboden geben können oder so. Oder zumindest... noch ein Obergeschoss ohne halt Dach an sich. Na egal. So, jetzt will ich mal kurz was ausprobieren. Und zwar damit Ryu mal den Zeitsprung einsetzen. Okay, es wird einfach wieder Instant Tag. Das wollte ich ausprobieren. Gut, dann mal zurück in unser erstes Dorf, oder nee, in die Stadt Motu. Ist ja nicht unser erstes Dorf, sondern unser zweites. Das eigentliche Heimatdorf des Helden haben wir irgendwie aus den Augen verloren. Daneben! Ja, davon kritischen hinterher, ha? Hättest du wohl gern. Verzieh dich! Ah oh Gott. Wenn wir wieder in der Stadt sind, wird es aber Zeit, dass wir nochmal ein bisschen Items nachkaufen. Sofern uns die Gegner mal lassen würden. Stachelkopf, geh aus dem Weg. Wir haben es eilig. So, jetzt bin ich aber trotzdem mal so frei und gebe das Ding direkt ab. Also die Mission, die Quest oder wie auch immer. Und sagen wir dem Ältesten mal Bescheid. Oh, Ältester, wir haben es. Wir haben Susi gefunden. Da, schaut. Susi. Oh. Hat sie so vermisst. Oder sie hat sie so vermisst. Hm? Susi ist so sauer. Ja, sauber. Habt ihr sie gebadet? So ungefähr, ja. So in der Art. Vielen, vielen Dank. Ich bin so froh, dass ihr es rechtzeitig geschafft habt. Rechtzeitig? Wofür? Sie kehrt nach Windia zurück. Ich bewundere, dass ihr, was ihr getan habt. Bitte besucht uns doch in Windia. Auf Wiedersehen. Das ist unfair. Ich dachte, wir könnten Freunde werden. Einen Kuss habe ich auch nicht bekommen. Ah, seid nicht traurig. Hier ist euer Geld. Immer etwas. Das Arbeitsamt dankt euch. Ach, wenn man drüber nachdenkt, ist es nicht möglich, dass Wiener sich für mich interessiert? Hm. Naja, wenigstens haben wir den Auftrag erfüllt. Stimmt's? Und jetzt? Hast du eine neue Mission? Ich glaube, ich kann euch nun mit größeren Aufgaben beauftragen. Sehr schön. Das wollen wir doch mal direkt austesten. Insofern... Ah, ich bin müde. Sollen wir uns erstmal eine Runde aufs Ohr hauen? Nö. Wow. Da hast du echt rein. Aber Ryu, lass uns mal eine Pause machen. Okay. Ich wollte eigentlich mal kurz raus und wieder reingehen, mal gucken, ob er dann eine neue Aufgabe für uns hat, aber...
Ach, wenn Boch unbedingt eine Pause braucht. Okay. Gute Nacht. Schlaf gut, träum was Schönes. Hey, wer ist da? Ja, was gibt es? Was? Arbeit? Ja, kommen wir rein. Aha, verstehe. Sie wollen, dass ich für Sie in ein Haus einbreche? Kilgore. Nun ja, du sollst mir die Schätze zurückbringen, die er mir gestohlen hat. Kannst du mir etwas Vertrauen schenken? Was soll ich tun? Ich verstehe. Ja, ich glaube ihn. Ich werde ihren Schatz, den magischen Hut, zurückbringen. Oh, vielen Dank. Kannst du dich gleich auf den Weg machen? Kein Grund, ihn aufzuwecken. Seit wir Kinder waren, war ich immer schon der bessere Gauner von uns beiden. Ach, Boch. Doch nicht immer diese krummen Touren. Na, tatsächlich, jetzt sind wir allein. Super. Hey, Moment mal. Ist es noch Nacht oder macht ihr wieder Party? Ja. Es ist immer noch Nacht und die feiern hier Party. Das heißt, wir haben wahrscheinlich, wir sind nachts aufgewacht, haben mitbekommen, dass Boch weggegangen ist oder sowas. Ja, gut, wo wird er sich rumtreiben? Hotel eher weniger. Oder? Ich wollte eigentlich erstmal in den Laden. Von wegen ein bisschen shoppen. Gut, naja, ich habe noch 5 Kräuter. Würde erstmal reichen, oder? Aber 3 Regenwürmer. Für den Fall der Fälle. So, und da ich nicht dich irgendwie durch einfaches Pech mein Geld verlieren will, gehe ich hier auf die Bank. Lagern, und zwar alles. Erst wenn ich wieder mit Boch zusammen bin, werde ich mal den Waffenladen aufsuchen und mal gucken, ob die da was an Rüstungen und dergleichen haben. Hey, ich will speichern. Nein, niemand darf die Stadt verlassen, bevor der Dieb nicht gefunden ist. Dieb? Och nee, Boch. Sag nicht, die haben Boch. Boch ist aufgeflogen. Du darfst die Stadt nicht verlassen, Ryu. Niemand darf gehen, weil ein Dieb in Herrn Truths Haus eingebrochen ist. Aber ich glaube nicht, dass Boch der Einbrecher ist. Nicht, aber ihr habt noch gerade gesehen, wie... Oh, Entschuldigung. Sehr verdächtig. Hallo, Mädel? Habt ihr gerade ein Mädel vorbeikommen sehen? Ja. Die Ausgänge der Stadt werden stark bewacht. Der einzige Weg, hier herauszukommen, wäre... sich Flügel wachsen zu lassen. Okay. Wo ist das Mädel von gerade hin? War doch eine Frau, oder? Ah, aber dafür ist der Durchgang jetzt offen. Neues Gebiet in der Stadt.
Ja, aber die Kirche hat nachts natürlich zu. Hallo? Ja, tut mir leid, Rio. Ich war es, der Bock gebeten hat, in Trouts Haus einzubrechen. Ich bin schuld, dass Bock wie ein Dieb behandelt wird. Ich bitte dich, Rio. Hilf Bock. Ah, also bist du doch einer von den Guten, wie es aussieht, oder? Sind die Häuser hier noch offen? Ja, sind sie sogar. Okay. Meinen Herrn tut es furchtbar leid, dass er Boch darum gebeten hat, den Auftrag anzunehmen. Aber Fakt ist, dieser Traut hat den Schatz zuerst von meinem Herrn gestohlen. Mhm. Apropos stehlen. Gibt dir wieder was zu plündern? Nein. Ja, wenn uns schon mal hier die Tür offen steht, dann gucken wir uns doch gleich mal ein bisschen um. Ich kann nicht rechtfertigen, was mein Herr getan hat, aber dieser Traut ist einfach schrecklich. Er ist so geizig, dass er sich nicht einmal eine Putzfrau leistet. Und? Vielleicht putzt er ja selbst. Traut würde alles tun, um sein Vermögen zu vergrößern. Ihm ist alles zuzutrauen. Boch wurde sicher nur aufs Kreuz gelegt. Okay, also Kilgore doch gar nicht so übel, wie es aussieht. Sondern einfach nur ein wohlhabender Kerl in der Stadt. Hey du, hast du nicht zufällig Boch gesehen, oder? Dieser räudige Köter hat also letztlich doch sein wahres Ich offenbart. Hey, mal nicht so böse hier, hä? Huh? Jetzt noch weiter hoch, aber ich möchte lieber erstmal unten bleiben. Alles schön Ebene für Ebene abgrasen. Du bist Rio? Dein Freund Boch hat Meister Trouts Schatz gestohlen. Ich werde ihn schnappen und ins Gefängnis sperren. Na, wenn du Boch siehst, dann sag ihm, dass ich auf der Lauer nach ihm bin. Ich bin sein schlimmster Albtraum. Na Mann, Boch, was hast du da nur angerichtet? Und hier oben scheint nichts weiter zu geben. Vielleicht tagsüber, dass da noch ein paar Leute sind oder so. Und jetzt? Ich kam nirgendwo mehr rein, also, hab ich hier drin was vergessen? Hab ich doch auch mit allen gequatscht. Na, mal gucken. Vielleicht muss ich jetzt einfach nur dieses Mädel in der Stadt irgendwo wiederfinden. Die kam mir jetzt schon ein bisschen komisch vor. Vielleicht hinter den Häusern irgendwo. Mal ins Hotel spicken. Alles leer, alles ausgeflogen. Na komm, in den Läden war ich ja drin. Hier ist auch keine neue Person, mit der ich quatschen könnte. Unser Haus. Oder kann ich vielleicht zur Gilde runter um die Uhrzeit? Ein Dieb ist in Herrn Trouts Haus eingebrochen und sagt, Boch soll der Dieb gewesen sein. Das glaube ich einfach nicht. Aber es scheint es wirklich gewesen zu sein. Er wurde dazu angestiftet.
Na, Ältester, was sagst du dazu? Nichts Neues. Ja, das mit dem Diebstahl noch gar nicht mitbekommen. Kein Wunder, wenn man den ganzen Tag nur im Keller hockt und Akten... Okay. Ich sage ja schon nichts mehr. Aber jetzt? Wir waren doch überall. Wir haben kein Haus im Ofen. Rauskommen, also die Stadt verlassen können wir auch nicht. Na, Vermieterin, was sagst du dazu? Rio und Boch, ihr seid ein gutes Team. Ich weiß, ihr seid seit eurer Kindheit gute Freunde, ja. Aber es hilft mir nicht weiter. Leute, was? Hallöchen. Tut mir leid, Rio. Jetzt stecken wir echt in Schwierigkeiten. Glaubst du, dass ich der Dieb bin? Eigentlich schon, ja. Wir haben gesehen, wie du gegangen bist. Und dieser Kilgore, der auch gesagt, du wurdest dazu angestiftet. Aber auf der anderen Seite sind wir Freunde. Also... Ich gebe die Frage mal an euch weiter, Leute. Was würdet ihr sagen? Ja, und erst wenn ich eure Antwort habe, werde ich das Spiel hier auch weiter aufnehmen. Das überlasse ich jetzt mal ganz euch. Ich bin schon gespannt, wie es hier weitergehen wird. Was hat es mit der ganzen Sache auf sich? Ist Bock wirklich so ein schlimmer, krummer Finger? Wie geht's weiter in Breath of Fire 2? Wir finden's raus beim nächsten Mal. Ciao.